Hallo, liebe SWN-Zuschauer. Also, alleweil erlebst du ein Zeug, gell? Also, irgendwie wird die Welt immer schlimmer, und seitdem wir alle in Homeoffice sind, da passieren die dollsten Sachen, gell? Ruft mich gerade einer an von Microsoft Deutschland, so ein gebrochenen Deutsch hat er mich auch gerufen, ne? Da habe ich zu ihm gesagt, ich gebe dir gleich Microsoft Deutschland, wenn es noch einmal aufruft, ziehe ich dich durch die Leitung durch, du. Bumm, hat er aufgelegt, ne? Und immer wieder kriegst solche Anrufe. Und da fragst du dich, wo sind wir denn gelandet, du? Also, warum kann man das nicht einfach abstellen, dass das solche, die Telekommunikationsanbieter müssen doch schon langsam wissen, was das für Vögel sind, oder? Naja, was reg ich mir überhaupt auf, ne? Die kriegen von mir immer gleich die passende Antwort, da legen die meistens gleich wieder auf. Aber, YouTube, ne? YouTube habe ich ein Video hochgeladen. Und da geht es um Fukushima, nicht Fukushima, sondern Entschuldigung, Tschernobyl, 35 Jahre Tschernobyl. Und da habe ich ja geschrieben, als Überschrift Tschernobyl, ist nicht vergessen oder so, ist nicht vergessen. Und glaubt mir das, das Video ist heute noch nicht hochgeladen. Seit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also 3 Tage ist es in der Warteschleife und wird nicht hochgeladen. Und wenn du YouTube anschreibst, dann zucken sie bloß mit den Schultern, ne? Und die wollen es dann einfach nicht, ne, weil das nicht werbeträchtig ist, so ein Film. Und aber in meinen Augen ist das ja Zensur. Das ist ja Zensur. Und da kann ich ja gar nicht mitleben. Ne? Ihr kennt mich ja, ne? Also da könnte ich ja platzen, ne? Wenn einer zensiert. Ne? Also das will ich ja überhaupt nicht haben. Ne? Also die ganzen Jahre war ich ja mit YouTube einigermaßen zufrieden. Die haben ja auch schon mal einen Film gestrichen, wo ich über das Willi-Sachs-Stadion einen Film gemacht habe. Und habe also eben Willi Sachs und Nazi und so geschrieben, und da haben die mir glatt das Video gelöscht, ne? Oder ganz normales Bericht, also gar nicht Hass erfüllt, aber haben sie geschrieben, ein Hassvideo hätte ich online gestellt. Die haben dann nicht alle das im Schrank, oder? Das war doch kein Hassvideo, das war der Bericht zu der Situation, zur Abstimmung jetzt im Stadtrat und so. Aber gut, da wird halt bei YouTube also jetzt zensiert. Die Amis zensieren unsere deutschen Meldungen. Finde ich irgendwo lustig, ne? Ich habe natürlich gleich nach anderen Möglichkeiten gesucht und werde also in Zukunft solche Videos, die also nach deutschem Recht also in Ordnung sind bei uns, die werde ich dann halt woanders hochladen und nichts mehr bei YouTube. Also kann sein, dass also liebe YouTube-Freunde, dass ihr also da diese Videos dann nicht mehr bei YouTube sehen könnt, weil ich einfach nicht einsehe, dass ich mich von der Amis, ne, zensieren lasse. Hallo? Hallo? Wo leben wir mehr, ne? Die Amis, ja, die meine ja, sie sind die Herrgötter, ne? Sie sind die Herrscher der Welt. Sind sie nicht? Sind sie nicht? Das hat der Adolf schon gedacht. Und da war es auch nicht. Und die Amis sind es auch nicht. Jetzt habe ich wieder den Adolf mit den Amis verglichen. Oh Gott, nee, jetzt kommen wieder 1000 Kommentare und so. Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass die Amis jetzt so wie die Hitler, wie die Nazis sind. Das will ich damit nicht sagen. Nee, im Gottes Namen. Nee, also ich will es auch nicht in den Karton reinwerfen oder in der Schublade rein. Nee, aber ich meine ja bloß, ne, mit Herrscher der Welt und so. Deswegen habe ich halt gemeint. Ne. Jetzt schreien sie rum, ne. Die Amerikaner, ja, dass die dritte Welt und so weiter eben keinen Impfstoff hat. Und die müssen wir sich an die eigenen ausfassen. Ne? Wer hat denn die ganzen Impfstoffe die ganze Zeit blockiert? Das waren doch die, oder? America first. Erst haben sie sich zuerst selber geimpft, ne? Und dann kommen die Arme. Die müssen gerade Moralisten spielen, du. Mein lieber Schwan, du. Ja. Aber du kannst ja bald kein Fernsehen mehr gucken. Ne? Weil ich kriege immer so einen Lachkrampf, wenn ich Fernsehen gucke. Also gerade die Mitbewerber, gell, wenn ich gucke, da kriege ich immer solche Lachkrämpfe und da muss ich immer teilweise aufhören, muss ausschalten, ne, weil sonst kriege ich keine Luft mehr. Aber was soll's? Freie Meinungsäußerung, ne? Da haben jetzt letztens die Schauspieler haben sie ihren Dampf abgelassen, weil sie ja schon lange nichts mehr machen können und so weiter und sind stinkesauer und haben da also Filmchen gemacht, satirische Filmchen. Und haben sich über die Corona-Regel und so weiter aufgeregt. Und da ganze Deutschland hat sich aufgeblasen und sogar irgendwelche Fuzis da von ARD und ZDF haben sich aufgeblasen. Die kriegen keinen Auftrag mehr von uns. Niemals! Na, ey, haben die schon mal was von Demokratie gehört und Meinungsfreiheit? Mag vielleicht nicht ganz so gut getroffen gewesen sein, aber Demokratie haben wir noch, oder?
Oder? Oder sind wir schon in Russland? Oder China? Oder Korea? Ich breche ab, du. Wer wird doch wohl seine Meinung sagen dürfen, oder? Und es war jetzt auch nicht mal böse, es war jetzt ein wenig, ja, mit Augenzwinkern und so gemeint. Aber Deutschland, ne, ich ja, kennt ja mein Lied, ne, Deutschland, du verblödest, ne, mein Lied könnt ihr bei YouTube auch gucken. Und ich kann dazu weiter nichts mehr sagen. Ich kann mich nur immer amüsieren. Und also, ich freue mich ja immer, wenn ich mal Fans in der Stadt treffe oder so und die sagen, hallo, hallo, hast du ein Autogramm für mich oder so. Ja, freue mich doch. Das ist doch eine Bestätigung, dass man noch lebt, oder? Na, ich meine, in Corona-Zeiten ist es eh schwer, am Leben zu bleiben. Und wie der eine gemacht hat, na, er bläst da aus, na, da atmet der eine in der Tüte. Na. Das hätte fast mir einfallen können. Na, Leute, die haben da alle wegen Knaller, die über sowas aufregen. Über sowas rege ich mich schon lange nichts mehr auf. Mann Gottes, da lassen die Politiker manchmal ganz andere Sachen ab. Und die meinen das auch noch ernst. Na, wir würden ja noch drüber schreiben, Satire oder was. Aber die meinen das auch noch ernst. Das ist keine Satire. Na, das ist ernst. Na, wenn du die Spahn immer hörst, du, na, die Spahnplatten, dann denkst du immer, was hat er jetzt gesagt? Was hat er jetzt gesagt? Oder der Neue, der Kleine da, der Karl der große Nachfolger da, der Gleder, wie heißt der, so ein lascher Typ ist das, so ein lascher, Mensch, wie heißt denn der wieder? Laschet heißt der, den zersprüchle du, wenn du hörst, Mann Gottes du, der will Deutschland regieren. Mensch du, den stecken da die Amis in die linke, in die rechte Hosentasche und da oben, nein, wo ich mir das 5-Mark-Stück reinkomme, ist in die, das Kleingeld da, in die Jeans hat es mir früher so kleine Taschen gegeben, wo man Kleingeld reinstecken konnte. Da stecken die den Laschet rein. Die Armee. Naja. Also gut, ich will mir den weiter aufregen. Einen schönen Tag wünsche ich euch, ne? Lasst es euch gut gehen.